Hallo Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie meine Feigen Anfang November aussehen. Das ist die kleinere der beiden. Und bei der großen habe ich, damit ihr das besser sehen könnt, mal ein bisschen nachgeholfen. Das heißt, ich habe die alten Blätter ein bisschen abgeschüttet und auch schon aufgesammelt. Aber wie ihr sehen könnt, wir hatten hier noch nicht viel Frost, also vielleicht maximal mal minus 1 Grad. Also ihr seht, die Feige hängt voller unreifer Früchte. Alles voll. Ja, wenn wir jetzt in Spanien wohnen würden, dann könnten wir die tatsächlich alle noch essen. Aber so wird das wahrscheinlich leider nichts mehr. Und ihr seht, das sind, ich weiß nicht, wie viele 100 Früchte das sind. Wenn du hier komplett bis unten guckst. Und dann noch die andere Feige. Jo. Das ist ein bisschen traurig. Damit muss man halt leben. Wenn man Feigen in Deutschland kultiviert, das ist also quasi jetzt die zweite Ernte, die wir sozusagen nicht einfahren. Ich meine, wenn wir jetzt noch einen Monat so schönes Wetter hätten wie heute, wäre das vielleicht sogar möglich, aber nee, ich glaube auch eher nicht. Ja, die Feige sieht jetzt so aus. Hier seht ihr unten die ganzen Blätter liegen. Die sammle ich dann nachher noch weg, weil ich habe eh eine Mulchschicht drunter. Und ich denke mal dann, wenn es dann so dauerhaft unter minus 5 Grad geht, da werde ich die dann auch einpacken. Ihr seht ja schon die Stäbe, ne? Wo ich dann die Folie oder was auch immer ich da dieses Jahr nehmen werde, dran binde. Aber im Moment kann die Feige erstmal in Ruhe all ihre Blätter abwerfen. Ja, und was mit den Früchten ist, ich meine, ein paar habe ich gesehen, die waren durchaus schon so richtig sonnenverfärbt. Finde ich jetzt vor Schreck. Ja, hier seht ihr ein paar, ne? Die sind also richtig groß und sehen auch eigentlich ganz gut aus. Vielleicht nehme ich mal experimentell ein paar ab und versuche, die nachreifen zu lassen. Aber so die größten Hoffnungen mache ich mir jetzt dabei nicht. Na? Ja, wenn ich die Feige dann eingepackt habe, dann mache ich euch da nochmal ein Foto und dann filme ich ihn. So, ich habe jetzt mal spaßeshalber mal hier in eine Feige reingebissen. Die war schon ein bisschen weich. Also wie ihr sehen könnt, ist die innen tatsächlich rot. Und falls es jetzt noch ein paar Tage mild bleibt, das heißt, wir haben heute den 8.11.2015. Also falls es noch eine Weile mild bleibt, ist es ja durchaus möglich, dass man die Feige noch essen kann. Ich muss jetzt dazu sagen, die war nicht so schön weich und auch vor allen Dingen gar nicht süß. Das heißt, wahrscheinlich ist das nur so wie eine Art Notreife. Aber es kann natürlich sein, dass das, also ich nehme mal an, dass sie trotzdem wesentlich mehr Vitamine hat, als das, was man sonst so im Supermarkt kauft. Ja, also gar nicht schlecht. Und da besteht ja durchaus noch Hoffnung für meine 100 Feigen, die noch am Baum hängen. Schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt mal was total Faszinierendes, womit ich ja selber überhaupt nicht gerechnet habe. Das ist, dass wir dieses Jahr, 2015, einen so milden November haben. Ja, mit teilweise so 14 bis 20 Grad und überhaupt kein Nachtfrost, dass, ich hoffe, ihr könnt es hier sehen, die Feigen wirklich tatsächlich noch weich und reif werden. Also ich habe jetzt jeden Tag so 4-5 Feigen gegessen. Die sind natürlich sehr klein und auch nicht sehr süß, aber die werden reif. Also das finde ich jetzt mal super faszinierend, aber ich würde natürlich nicht jedes Jahr darauf wetten, dass das so gut klappt. Und wie man sehen kann, sind die auch irgendwie direkt ein bisschen lila verfärbt. Das liegt daran, dass der Baum ja gar keine Blätter mehr hat, sondern die Sonne halt jetzt ungehindert dran scheinen kann. Und da verfärben die sich tatsächlich ins Lilafarbene. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich hatte all die Jahre immer nur grüne Feigen. Sind die Feigen vielleicht im Endeffekt doch lila? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das wollte ich jetzt einfach gerade mal noch mit euch teilen. In Sachen Feige. Und das war es erstmal zur Feige Anfang November, also Ende der ersten Novemberwoche. Ja, schöne Zeit für euch. Tschüss.